Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele die Legion. Ja, und ich spiele mit den Perks Geißelhaken, Gabe des Schmerzes, Stromstoß, niemand entrinnt dem Tod und kein Ausweg. Und mal schauen, wie wir uns schlagen werden. Ich habe zwei Addons dabei. Einmal, dass wenn ich gestunt werde, dann lädt sich meine Kraft sofort wieder auf. Das heißt, ich könnte danach direkt wieder sprinten. Und außerdem das zweite Addon, das ich habe, hat den Effekt... Oh, Sprintboost, sehr schön. Einmal. Das zweite Addon, das ich spiele, hat den Effekt, dass ich die Auren von Überlebenden im Umkreis von 24 Metern sehe, die sich hier genesen. Okay, das ist doch schon mal sehr nützlich gewesen, die Kate dort kurz anzuhitten. So. Okay, hallo Lien. Lien. Das dachte ich mir. Stromstoß. So, du kommst mit. Oh. Von wo? Vor allem von wo? Schon wieder. Von hinten. Okay, Michaela, du kriegst erstmal eine ab. So. Ah, okay. Die kriege ich da nicht. Hallo, Michaela. Das mache ich kurz aus. So, und ich sehe dich. Hallo. Okay. Gut angetäuscht. Schön angetäuscht. Oh, schade. Und sie kommt zum nächsten Loop. Hm. Leon wurde geheilt. Okay. Die macht das gut. So, dort hinten haben sie den Gen repariert. Ich lasse sie mal laufen und gehe hier wieder auf die. Ja. Denn dort sitzen die nächsten beiden. Ash und Leon. Boah, Leon, hallo. Oh nein! Das war gut ausgetrickst und ziemlich von mir verhauen. Naja, passiert. Okay. Ach, ich hätte reinrennen müssen. Gerade mit dem Addon. Wäre mir das egal gewesen, dann wäre ich direkt wieder in meiner Kraft. Okay, hallo Ash. Schöner Vorsprung. Einmal. Schade. Das tat weh. Naja. Gut angetäuscht, Leon. Yep. Da lang. Stun mich? Nein. Du kriegst den Hit. Okay, die Sache ist halt, Leon weiter zu jagen bringt mir halt nicht viel. Weil der jetzt... Ah nee, es war sowieso dumm, ihn überhaupt zu verletzen, ne? Ich hätte mir ein anderes Ziel suchen sollen. Da habe ich kurz die Perks vergessen, die ich spiele. Oh, Ash. Hab ich dich? Stromstoß. Ich hätte ihn nicht verletzen sollen, den Leon. Ich hätte ihn einfach lassen sollen, weil der ist ja 16% langsamer, ne? Naja, passiert. Hep. So, Leon ist jetzt wieder geheilt, damit ist der gesamte Effekt von Gabe des Schmerzes weg. Das war wirklich nicht schlau von mir. Naja, gut, aber auch das sind Erfahrungen, die man sammelt. Okay, du veräppelst mich jetzt wieder 3 Jahre lang hier. Gut angetäuscht. Yep, und kommst nach dort unten. Nee, gehst du nicht, okay. Hab ich dich? Das war zum Glück ein langsamer Sprung. Okay. Bisher hing mal Ash, es hing mal Leon und jetzt hängt auch mal Michaela.
Wir haben bisher die Hacken sehr weit aufgeteilt. Ich glaube, wenn ich jetzt Kate finden würde, die würde ich vielleicht sogar in Ruhe lassen. So, und tap. Okay. Ja, Mist. Das passiert halt, ne? Wenn ich halt zu langsam jage und mich Ewigkeiten auf Jagd nach Lien einlasse, den ich überhaupt nicht möchte. Lien? Warte mal. Na, ich bin verwirrt. Wo bist du? Ja, da. Dort hinten lang. Einmal. So, da kommt auch gerade schon die Rettung an. So. Hab ich dich? Und du kommst mit. Hep. Ein Gen brauchen sie nur noch. Uff. Okay, ich schau mal kurz nach da. Nee, da ist niemand. Ich bin immerhin für meinen Endgame-Plan bereit. Kate. Ich nutze dich jetzt nur, um die anderen zu finden. Hallo, Lien. Sehr gut. Ich meine, ich war halt eh in meiner Kraft, das heißt... Also er ist eh verwundet, das heißt, ist eigentlich relativ egal. Schade. Okay. So. Hast du noch irgendwas? Ich hoffe nicht. Hab ich dich? Sie haben wieder gesegnet. Ich denke, oben im Haus sind sie gerade. Am letzten Gen. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ich dachte, dass ich auch da Killer Instinct mal kurz hatte. Hep. So, das Problem ist, er rennt natürlich auch in ein Gebiet. Der ist so weit. Michaela ist dran. Und Kate. Sprint Boost Kate. Okay, Michaela, Kate kann ich nicht weiter jagen. Ich muss ja den Gen hier aufhalten. Das macht sich sehr schlau. Weil jetzt kann ich sie nicht niederschlagen und damit Stromstoß nicht triggern. Das war wirklich sehr klug von ihr gerade. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so weit denkt. Also, ich selbst hätte nicht so weit gedacht in dem Moment als Überlebender. Sehr schön. Ja. Das waren die 8%, die mir jetzt gefehlt haben an Rückschritt. Hallo Ash. Du bist tot. Wenn ich dich jetzt aufhänge. Sie haben gerettet, sehr gut. Okay. Dort hinten laufen zwei weg. Sie haben noch nicht keinen Ausweg getriggert. Tap. Du bist raus. Jetzt haben sie's. Wow. Hab ich dich? Ich glaube, du bist auch tot. Wenn ich dich jetzt aufhänge. Und keine Ahnung, wo die Kate ist, aber die war hier auch in dem Gebiet. Tot, ja. Ich schaue mich kurz um. Sehe aber nichts. Damit haben wir schon mal zwei Kills drin. Und jetzt, ja, die Tore sind sehr weit auseinander. Da haben wir Lien, der am verschlossenen Tor wartet. Ach, Lien. So, hallo. Okay. Das ist jetzt ein Wettlauf, denke ich. Aber ich bin halt durch Nord ein bisschen schneller. Ja, ich lasse ihn nicht zum Tor. Ja, du springst nicht. Und ich hab dich. Perfekt.
Ich glaube, er ist auch tot. Ja, mir fehlen nur noch 4 Haken. Das heißt, den letzten Haken, den hat Kate. Hep. Und die öffnet jetzt das andere Tor. Ja. Hat noch gewartet, dass Blutwächter nicht mehr wirken kann. Und haut jetzt ab. Damit haben wir 3 Leute geholt. Ich meine, klar, Endgame-Plan, aber der ist dafür voll aufgegangen. So. Sie kann immerhin die Geschichte erzählen. Krasse Runde. Ja, manchmal so ein fieses Endgame kann die Überlebenden wirklich schön kalt überraschen. Good game. Schöne Runde. So. Okay, wir haben Pip gemacht. Und die Überlebenden haben auch sehr gut gespielt. War eine schöne Runde. Ich hoffe, euch hat sie auch gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.